Willkommen zu meinem Freitagsvideo. Bei mir ist jetzt auch Freitag, aber Freitag der 13. Voll witzig. Ich glaube, bei den Zuschauern müsste es dann müsste eigentlich schon wieder ein einstelliger Freitag sein, bis sie das Video sehen. Ja, jetzt haben wir so einen zweistelligen mit 1 vorne, dann nächste Woche haben wir einen zweistelligen mit einer 2 und dann kommt doch eigentlich immer wieder mit einer 1. Nee. Ja, einer mit einer 3. Ja gut, okay. Egal, ich wollte jetzt, es ist egal. Sei es drum. Obwohl, warte mal, das ist ein Mittwoch, nächster 30. Das heißt, das ist eher nicht so, weil ich habe das ja ein Freitagsvideo gerade. Dann ist ein einstelliger Ja, Prüfung. gut, hätten wir das geklärt. Egal, sei es jetzt drum. Darum soll es nicht gehen. Mir geht's um was. Was denn? Es geht nicht darum. Es geht um was anderes. Ich bin vorgestern bin ich mal, habe ich geträumt. Entschuldigung, irgendwie musst du dir einen Einstieg für ein Video schaffen. Also, und das war halt so. Ich habe geträumt, dass die Welt, dass es die Grund, das bedingungslose Grundeinkommen gibt. Und zwar nicht nur für Rentner, sondern eben für alle erstmal. Und dann bin ich aufgewacht und ich möchte gleich einen Schuh hinterher. Warum lachst Bin ich aufgewacht, es gab nichts. dann machte ich auf und es gab nichts. Aber nein, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum. Darum, dann bin ich aufgewacht und habe Lass es sein. Lachen. Ja, Mann, sagst du so einfach. Das ist wie wenn du zum Leo sagst, hör auf, die Wand anzustarren oder hör auf, nachts das Licht anzumachen. Sie ist an der Heile, weil sie gar kommt sich ankündigt. Ja, das stimmt. Aber egal, es sollte um folgendes Thema gehen. Oh, jetzt sehe ich aus, als hätte ich geheult wie so ein Schlosshund. Ja, auf jeden Fall, es geht um Folgendes. Als ich dann aufgewacht bin oder erwacht bin, hab ich mal darüber nachgedacht und habe mal so darüber nachgedacht, was damals während dem Wahlkampf erzählt wurde. Mein Hase setzt sich gerade hin nach dem Motto und jetzt erzähl uns eine spannende Geschichte. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann daran erinnert, dass dann oft gesagt wurde, dieses bedingungslose Grundeinkommen sollen 1000 Euro sein und sie sollen anstelle von allen Sozialleistungen sein. Also hat Elenchen, die kleine, war toll, ich wollte jetzt gerade sagen, die kleine doofe Nuss, aber das passt, das kann ich ja nicht über mich sagen. Elenchen, der kleine Morgenmuffel, der einfach noch nicht aufstehen wollte, fix ihren iPod zur Hand genommen und hat mal auf Immobilien-Scout geguckt, wie viel kosten eigentlich gerade die billigsten Wohnungen bei uns in der Gegend. Und das Ergebnis war so 500 bis 600 Euro Miete kalt. Also habe ich mal gedacht, gut, dann rechne ich mal die ganze Geschichte durch für mich, so halbwegs, damit ich mal weiß, was dann eigentlich am Ende rauskommen wird, wenn es so wäre. Mein Ohr juckt. Das kommt nicht raus, aber weißt du, Leo kratzt sich gerade im Ohr und dann juckt meins gleich mit. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gerechnet. Und habe dann gerechnet, weil ich eben billigster Mietpreis gerade, kann sich ja in den nächsten Jahren ändern, aber just in dem Zeitpunkt, wo ich es recherchiert habe, war das halt der Preis. Also 600, sagen wir mal, Miete. Dann meine Mutter sagt immer so 100 bis 200 Euro für Versicherungen. Ne? Wenn man sich's leisten kann, ja. Ja, ich meine jetzt so voll. Ja, aber wie viel ist denn der billigste Versicherungspreis? Wenn du nur eine Haftpflicht hast, 90. Ja, gut, dann sagen wir 100 für eine Versicherung. Dann sind es dann schon circa 500, also auf jeden Fall 600, so oder so. Kupfdick Sprung, kommen 600 erstmal. Dann. Von diesen 600 muss man ja auch noch Strom, Wasser und Wasser zahlen. Das sind dann circa
schätzt Wasser? Keine Ahnung. Im Schätzungswert? 40. Also 40 für Wasser und ca. 60 für den Strom. Also bei uns jedenfalls. Bei dir? Ja, aber ich wohne ja bei euch, also bei uns. Ich zieh dich mit rein, Mama. Ja, auf jeden Fall sind es ja nochmal 100. Dann sind schon mal 700 von den 1000 weg. Und jetzt sagen wir mal, jetzt gehen wir einfach davon aus, dass da nichts anderes mehr kommt im Sinne von kaputtem Zeug oder so. Dass, oder einfach mal Idealfall. Hast du dann 300 Euro pro Monat für Essen, für Trinken und für Kosmetik, für alles. Und mit 300 Euro bist du weit unterm Hartz-IV-Satz. Also am Ende vom Tag ist es zwar eine tolle Idee, das bedingungslose Grundeinkommen. Und das kann auch funktionieren, wenn du ein Haus hast oder einen guten Mietvertrag oder wie auch immer. Aber wenn du Pech hast und du wirklich ganz wenig Geld nur hast oder auch nur und nur einmal umziehst und dann einen viel höheren Mietvertrag kriegst, weil bei uns kosten schon kleine Wohnungen sehr viel in der Gegend. Und wir sind jetzt nicht gerade Berlin, München oder Köln. Da will ich das gar nicht ausrechnen anfangen. Da hast du wahrscheinlich gar nichts mehr am Ende vom Monat. Dann ist tatsächlich so, dass du von 300 Euro für Essen und Trinken und alles leben musst. Und ich weiß von mir, also ich lebe jetzt von, also ich versuche immer von 35 Euro für Essen pro Woche auszugeben. Und nochmal ungefähr 50 gehen bei mir für Getränke einfach drauf. Ist einfach so. Und ich versuche gerade zu rechnen. Es sind dann 140, es sind 190. Dann hast du von den 300 nur noch 190. Heißt, ja. Und dann habe ich, und das ist nur Essen und Trinken. Und dann kommen ja noch Kosmetikartikel drauf. Und dann soll es mal so sein, dass du eine Hose brauchst oder wie auch immer. Und. Das heißt Kosmetik, das heißt Hygiene. Ja, gut, Kosmetik. Und dann soll es noch so sein, dass du Hygieneartikel brauchst. Weil ich gehe jetzt davon aus, dass manche Leute sich auch Parfüm kaufen, Mama. Auch wenn es Parfüm heißt. Ach, ja. Ich wollte dich nur ärgern. Mit Parfüm. Ja, und dann vielleicht will man auch mal einmal irgendwo hingehen und braucht eine Bahnkarte. Die kostet ja auch, glaube ich, 29 eine Bahnkarte. Und wie viel kostet so ein Busticket? 100. Ja, ein Busticket kostet auch nochmal 100. Und dann ist alles weg. Dann hast zwar einigermaßen gelebt, ja, aber ich dachte eigentlich bei diesem Grundeinkommen, entschuldigt, ich bin in der Grundsicherung, es geht um das bedingungslose Grundeinkommen. Sehr verwirrend, weil es sich ähnlich anhört, aber nicht selber ist. Aber ich glaube, am Ende vom Tag ist das weniger, was du zur Verfügung hast. Zwar ist es an weniger Bedingungen geknüpft. Ja, du sagst Bedingungslose schon. Aber ich finde, es wäre vernünftiger zu sagen, ja, also eigentlich rein rechnerisch und rein dafür, dass es jetzt, dass es wirklich sinnvoll wäre, dass die Menschen wirklich mehr zum Leben haben, müsste es zum Beispiel 1500 sein. Weil dann kannst du wirklich auch am sozialen Leben teilhaben. Und dann ist es nicht mehr nur so dieses, ich überlebe, sondern dann ist auch die Möglichkeit mal zu sagen, ich gehe halt mal einmal im Monat, gönne ich mir was, ich gehe zu einem schönen Restaurant und esse was auswärts. Und kann zum Beispiel also meine Mami mitnehmen. Mami und ich, wir gehen Waffel essen. Schön. Ja. Und einen Eiskugel. Und danach haben wir beide so viel gegessen, dass wir nur noch in der Ecke liegen und Papa fragt, wo wart ihr denn? Und wir dann sagen müssen, oh nein, wir wissen es nicht. Und dann Papa sagt, naja, wollen wir nicht alle noch essen gehen? Das ist ja so eine typische Situation, ne? Aber die geht nicht mit uns.
Grundsicherung. Nee, aber die geht nicht. Mit Grundsicherung und mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen geht es halt auch nicht. Und ich muss sagen, wie es ist, ich bin in einer prädestinierten Situation und auch wirklich privilegierten, weil ich noch das Glück habe, dass ich bei meinen Eltern wohne. Und damit sind die Mietkosten bei mir nicht da. Aber wenn ich jetzt nicht mehr bei meinen Eltern wohnen würde und ich nicht die Unterstützung von meinen Eltern haben würde und ich nicht zu meiner Mutter sagen könnte, du Mama, es reicht den Monat nicht, könntest du mir nicht noch vielleicht 5 € dazu schießen, damit ich einfach wirklich mein Essen bekomme, dann wüsste ich auch oft nicht, was ich machen sollte. Und ich habe oft diese Situationen, wo ich mir denke, Und es ist ja nicht so, dass du irgendwie diese Situationen nachlassen, sondern es werden immer mehr. Weil die Preise von den Lebensmitteln werden eher immer teurer anstelle von immer billiger. Zum Beispiel habe ich eine Liste geschrieben, auf der stand Butter drauf. Und die ist wirklich innerhalb dieses Zeitraums, in dem ich jetzt dieses Geld bekomme, ist die um 10 Cent teurer geworden. Jetzt werden viele sagen, 10 Cent ist ja nicht viel. Aber wenn man 10 Cent bei jedem 10. Artikel dazu bekommt, und man sich nur 5 Artikel kauft, dann hat man schon 50 Cent mehr gezahlt. Und das ist dann, wenn es zusammengerechnet wird, läppert sich das. Na, war das jetzt eine tolle Message? Super. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht und was ihr Wie dazu viel meint. Öl kaufen? Ich sage ja Artikel, es ist ja nicht nur Butter. Meine. Auch Milch wird teurer. Milch wird teurer, Nudeln werden teurer, Das hört Mehl sich wird dann. teurer, Hasenfutter wird teurer, alles wird irgendwie teurer. Und das Schlimme ist, alles wird teurer, der Zinssatz wird immer weniger, man hat eigentlich weniger, als man ausgeben musste. Wow, das war jetzt deprimierend. Entschuldigt. Ja, es ist deprimierend, aber leider wahr. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht und was ihr denkt, was dann sinnvoll wäre, was nicht so sinnvoll wäre. Oder was ihr euch wünschen würdet. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Das ganze Video war nur auf reinen Spekulationen aufgebaut. Ich kann zu nichts irgendwie was sagen im Sinne von, das kommt oder das kommt nicht. Ich weiß es nicht. Aber nach dem, was ich eben aus meinen Infoquellen, die ich zu diesem Zeitpunkt bekommen habe, und es war nicht viel, weil ich lag nur im Bett mit einem iPod, habe ich das mal mir diese Gedanken gemacht. Und ich dachte, ich tue das, was alle tun heutzutage. Ich teile meine Gedanken mit der Welt. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, ein gutes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!